Moin, sind ihr Füchse da draußen? Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs. Ja, gehen doch hier mal nicht so rum und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Enderal. Im letzten Part hatten wir die restlichen Skills und Co. erstmal soweit verteilt gelernt und gemacht und getan und sind nun bereit, endlich mal wieder ins Abenteuer zu starten. Und das werden wir jetzt auch tun. Unser Weg führt uns in diesen komischen Schimmerwald. Ich muss jetzt eben nochmal gucken, wenn wir nochmal auf der Map gehen. Wir müssen jetzt hierhin in den Flüsterwald und unser Ziel ist Myriadenturm Nebelhain. Oh, mal gucken. Also ich erinnere mich an Qual und Leid, als wir das letzte Mal da waren. Schauen wir doch mal. Guten Tag, ich würde gern fliegen. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Myriadenturm Nebelhain, weißt du? Da, gucke mal. Auf geht's. Fliegen wir mal los. Und hoffen das Beste. Wir haben jetzt ja so ein paar Zauber. Die muss ich mir mal gleich eben noch ein bisschen auf meine Leiste legen, in der Hoffnung, dass wir die irgendwie auch beherrschen. Und dann gucken wir einfach mal. Da gucken wir einfach mal. Ich brauche auf jeden Fall dieses Ding, dass ich für einen kurzen Moment unkaputtbar bin. Das sind irgendwie 6 Sekunden. Aber wenn wir darauf zurennen, das casten und dann 6 Sekunden Zeit haben, die Leute kaputt zu kloppen, könnte es eigentlich gehen, ne? Muss man eben kurz gucken, wie das jetzt geht. Und zwar, wenn wir Q drücken, haben wir Favoritendinger. So, jetzt müssen wir eben kurz schauen, was was ist. Magie. So, alles, was wir favoritisiert haben. Und zwar Acharische Macht entfesselt eine Schockwelle. Das ist natürlich ziemlich nice. Ansturm ist auch nice. Und wird Schaden? Nee. Fels in der Brandung. Da für einen kurzen Augenblick nehmt ihr kaum noch Schaden. Okay, und wie mache ich das dann? Ist das mit Y? Genau, jetzt bin ich der Fels in der Brandung, glaube ich, ne? Jetzt müsste das klappen. Okay, alles klar. Waren das 6 Sekunden? Okay. Gut. Nun, Leute, es wird schon gehen. Es wird schon irgendwie gehen. Wir gucken uns jetzt mal um. Wir machen einfach mal. Oh. Hallo. Das ist hier nur ein Wolf. Oh, wollte gerade sagen, das sollte ja kein Problem sein. Also ein Wölfchen. Wölfchen und ich, das sollte wirklich kein Problem sein. Aber wir haben hier direkt schon eine Nebelhain-Mine. Da könnte man ja mal eben mal kurz reinluschern, was da so drin ist, ne? Die Nebelmine. Immer kurz mal reingucken. Ihr kennt das ja. Ich gehe ganz gerne mal erkunden. Mal gucken, was uns da so erwartet. Der Nebelhain-Mine. Oh, alles klar. Eine Falle, die aber ein bisschen beschissen angebracht ist. Das übt ihr nochmal, ne? Mhm. So, hier so ein Rechen nehmen wir mal mit. Waffendiebstahl. Das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. So ist es. Hört sich eigentlich eher langweilig. Er redet einfach weiter, während wir ihn zu Klump hauen. Ich habe das Gefühl, das hat schon ordentlich was gebracht. Also, jetzt mal ohne Spaß, wir haben ihn einfach direkt den Kopf weggehauen. So, okay. Let's go. Das Leben des Torgan Wisperzunge Band 2. Oh, wir sammeln langsam das gesamte Werk. Gebackene Kartoffel. Essen ist immer gut. Nee, wer spuckt hier rum? Ich dachte schon, das wird heute gar nicht. Okay, ich kann leider erstaunlicherweise. Heilige Scheiße, dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. So. Okay. So, hat er mich gerade Hurensohn genannt? Okay, let's go again. Wir können das, glaube ich. Oh, 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 irgendjemand hat hier Eis am Laufen. Irgendjemand ist hier Eis am Casten. Na, wo bist du denn? Renn doch nicht weg. Kleiner Feigling da. Ah, den haben wir direkt weggehauen. Ihr meint es ernst, was? Na schön. Oh, oh, jetzt kommt der Eismann. Das ist natürlich blöd jetzt. Ich hab grad meinen Zauber nicht mehr. Dann gehen wir ihm in Deckung. Ist das alles? Ja. Ist das alles? Das ist alles. Okay, we did it. Einfach mal drauf gekloppt, du. Okay, man muss das ein bisschen taktisch planen mit seinem Zauber, dass man den halt dann einsetzt, wenn es auch Sinn ergibt. Ne? Den Magier jetzt gerade eben, da wäre es halt super gewesen. Aber da konnte ich gerade nicht casten. Fleckenpilz, upala. Ruhig wieder wegtun. So. So weit, so gut, würde ich sagen. Das haben wir doch soweit ganz nice gemacht. Ich guck mal eben, wer hier noch so rumliegt. Vielleicht noch schöne Sachen für uns hat. Der Vagabund ist leer. Der Moradeur. Jetzt
Zerstörtes Buch, naja. Warum trägt er das mit sich rum, ist die Frage. Aber Wein ist immer gut. Wein nehmen wir doch gerne mit. So, dann... Hier noch ein paar Pilze. Was haben wir hier? Hier gibt es ein bisschen Erz. Ihr benötigt eine Spitzhacke. Oh, du, gar kein Problem. Zum Glück liegt hier eine rum. Da habe ich ein bisschen zu viel verkauft letztes Mal. Da habe ich auch mein Werkzeug mit entsorgt. Ist natürlich schlecht. Ah. So. Okay, ist ein bisschen dunkel hier drinnen, ne? Ist ein bisschen düster, aber das ist halt eine Mine. Es muss halt dunkel sein. Hallo? Gib mir all deine Sachen. Auch du. Gib mir all deine Sachen. Gehen wir wieder ein bisschen in den Sneak-Modus. Man weiß ja nicht, wer hier noch so alles rumeiert, aber... Ich scheine halt einfach stumpf alle in der Höhle aggro gemacht zu haben. Ich höre da noch entfernt irgendwo jemand einsam und alleine seine Spitzhacke verwenden. Weißt du, der chillt da irgendwo rum, hat halt nicht mitgekriegt, dass seine Kollegen im Arsch sind. Vernünftig. So, irgendwas essen. Da erstmal die Eispranke und dann ruhig mal so ein Krustenbrot eben reingesnackt. Besen nehme ich auch mal mit. Ruhig alles wieder an Standardwerkzeugen mitnehmen. Ich habe da ja irgendwie so ein bisschen... Bisschen zu viel verkauft. Was haben wir hier? Können wir uns hinlegen? Oh, Korb, ne? Es gibt immer Abnehmer für einen Korb. Das ist so. Da hinten ist er. Oh, oh, oh. The fuck, wie konnte der mich denn jetzt... Gerade eben hat er noch entspannter gehackt. Jetzt plötzlich ist er zum Wildmagier geworden. Wollte mich verarschen. Aber ein harter Turnus, muss ich sagen. So. Dann wollen wir mal eben... ihn fertig machen. Aber sieht hier sehr geil aus. Oh, scheiße. Okay, hier gehen wir wieder raus. Das ist scheiße. Oh. Wie kann er da unten da drinnen überleben? Er ist doch ganz gechillt offensichtlich. Hallo. Okay, warte mal. Okay, wait a second. Und direkt in sein Gehirn. Oh. Hätte man getroffen, wäre es direkt sein Gehirn. Oh. Doch, halten wir einfach entspannt ein bisschen Abstand. So, guck mal. Zum Glück ist die KI zu blöd. Da kann man ganz entspannt aus einer erhöhten Position den wegmachen. Oh, jetzt. Oh. Du, hör doch auf, dich zu bewegen. Oh, hat sich geheilt. Das finde ich jetzt aber doof. Betet er gerade um sein Leben? Lass sein, tu mir nichts. Das gibt's doch nicht, dass er sich jetzt hinter diesem Pilz versteckt. Das gibt's doch jetzt nicht. Junge, jetzt komm aus dem Pilz wieder raus da. Ohne Spaß, jetzt sich jetzt perfekt hinter diesem Pilz versteckt. Da ist er wieder. Jetzt ist aber hier Ruhe. So. Oh, noch einer. Alter, fuck. Okay, der hat einen Namen. Leute, die einen Namen haben, sind gefährlich. Okay, let's go. Leute, wir weichen aus, wir weichen aus, wir weichen aus, wir weichen aus. Und jetzt einfach draufgehauen, bis er kaputt ist. Wunderbar. Unsterblichkeit, die regelt, meine Freunde. Zauberbuch, ein Silberschwert, tolle wertvolle Dinge, Set von Sela, Selas Visier, ein pyräisches Schild und eine Truhe, die wir leider nicht öffnen können, weil unsere Fertigkeit unzureichend ist. Wir sollten dringend lernen, wie man Expertentruhen öffnet, wirklich. Na, läuft doch. So, was haben wir denn da alles Schönes drin? Bisschen Geld, ein Barren, alles klar. Barren. Grüße gehen raus an den Herrn W. So, wie sieht's denn mit Zauber aus? Haben wir da vielleicht wieder so ein Ding? Wir hatten doch mal so Sachen, mit denen wir Dinge öffnen können. Da. Experte knackt ein Schloss der Expertenklasse. Guck mal. Und
Go! Und öffnen. Runen-Großschwert. Einzelteile, ein paar Groschen, Zauberbücher. Gut. Für uns jetzt nichts so Tolles dabei, aber du. Besser als nichts. Wo ist denn sein Kumpel? Komme ich da ran? Ja, der ist ja ganz drin beim Pilz. Da gehen wir lieber nicht hin. Da ist ja alles voller Giftschlipp, Giss-Schleim. Beziehungsweise irgendwelche Dinge, die uns vergiften. Okay, what the fuck? Warte mal. Erstmal hier die Gesellenkiste öffnen. Oh. Wie viel Dietrich habe ich eigentlich? Ach, 86, du. Da kannst du noch ganz entspannt bleiben. Ring der Täuschung, Ring des mächtigen Lichtmagiers. Täuschung. Psionik kostet 10% weniger Mana. Okay, mache ich leider nicht, aber Dinge, die wir verkaufen können. Hauptsache die Kohle kommt rein. Au. Wo bin ich jetzt? Ach, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Hier sind Leichen, das heißt, hier waren wir. Okay, dann sind wir einmal drumherum. Wo hätten wir die Mine auch entdeckt, ne? Aber ich habe das Gefühl, wir kriegen das so erstmal hin. Das ging ja jetzt relativ geschmeidig, sag ich mal. Also ich bin jetzt nicht komplett in Arsch. Eigentlich alles gut gelaufen. Gucken wir mal. Aber wir sind jetzt ja auch in einem Gebiet, wo wir vor geraumer Zeit waren, wo ich gelitten habe. Wir sind ja jetzt doch schon relativ stark in Anführungszeichen. Also wir sind fast Level 30, ne? Das ist schon eigentlich ausreichend. Sollte man annehmen. Aber ich habe mich hier seinerzeit ja nicht weiter umgesehen, weil ich hier nur auf die Fresse gekriegt habe. So, jetzt muss ich mal eben auf die Map gucken. Wie kommt man denn da am besten hin? Ich versuche einfach mal querfeldein, ne? Wir versuchen mal querfeldein. Ich weiß nicht, wie gut das geht, aber einfach mal ausprobieren. So viel zu tun. Man sieht das ja richtig. Also der hat richtig Stress, der Mann, ne? So viel zu tun, der kommt ja gar nicht zum Pause machen. War das hier nicht einmal der Hügel, wo ich mich mal vor diesen ganzen komischen Viechern versteckt habe? War das das hier nicht? Hier bin ich doch mal den Hügel hochgekraxelt, weil da unten so viele Viecher waren, die mich platt gemacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier ist. Ja, das ist das. Aber sowas von. Hier dürften wir inzwischen alles ausgerottet haben. Ich sehe zumindest nichts mehr. Okay, Kehlsteinverarbeitungsanlage. Dann mal rein da. Gucken wir mal, was wir hier finden in der Kehlsteinverarbeitungsanlage. Auf jeden Fall schon mal keine Gegner. Leere Fässer, leere Dinge. Es sieht halt einfach geil aus. Ich muss sagen, das ist so vom... Oh. Ein Zauberbuch, ein Hufeisen, Assassinenschuhe, 99 wert. Bauplan Sterling-Handschuhe. Wir müssen mal mit diesen Bauplänen mal ein bisschen arbeiten. Das habe ich ja auch alles noch nicht gemacht. Aber ich wollte euch jetzt nicht noch länger mit Crafting und so aufhalten. Das machen wir dann irgendwann demnächst. Wenn ich wieder fluche, weil ich doch wieder voll auf die Fresse kriege, dann gehen wir nochmal ins Crafting rein, würde ich sagen. So. Mana-Trank, Einzelteile. Die nehmen wir doch gerne mit. Da sind noch ein paar mehr. Das gönnen wir uns alles mal. Und du hier. Kehlsteinmanufaktur, Mine. Ach, es geht mal wieder in eine Mine. Ich habe heute das Gefühl, heute werden wir uns nur in Minen aufhalten. Das ist ein bisschen unser Ding heute. Der Minenfuchs schleicht sich durch dunkle, finstere Minengänge. Hallo? Oh, waren wir zum Glück zu schnell für die Falle. Gehst ja auch wieder nicht von aus. Oh. Okay, ich höre Leute. Das kann ich voll verstehen, dass er es satt hat, immer einfach. Beim Arsch des Propheten, da war was. Beim Arsch des Propheten. Okay, warte. Oh, scheiße, jetzt kommen sie alle. Let's go. Erst den Magier. Los. Scheiße, ich bin zwar unsterblich gerade für einen kurzen Moment. Oh, fuck. Erst den Magier. Ach. Okay, Magier ist tot. Oh, sind das viele. Oh, das sind zu viele, Leute. Das werden wir nicht schaffen. Es sind zu viele. Okay, den haben wir weg.
Wir sind wieder unsterblich. Nice. Es sind halt einfach so viele. Okay, der ist weg. Okay, die Klasse ist halt... Ich gebe es ja schon zu, ne? Im Vergleich zu jetzt zum Beispiel, der Falke spielt halt gerade einen Magier. Ich habe mich vorhin mit ihm unterhalten. Grüße gehen raus nochmal an den Falken. Und im Vergleich natürlich mit so einem coolen Magier oder so, der hier schön mit Strategie reingehen kann und so, sind wir natürlich mit so einer Hau-drauf-Klasse schon echt ein bisschen stumpf, Alter. Reingehen und draufhauen. Das ist halt so normalerweise mein Ding, weißt du? Aber ich gestehe, wenn ich das nächste Mal das anfangen würde oder wenn ich jetzt das nächste Mal Gothic spiele, dann werde ich mir auch mal was anderes nehmen. Was nicht draufhau-mäßig ist. Tatsächlich, ich schwöre. Ich muss auch mal meinen Horizont erweitern, ich gebe es zu. Bücher. Landschaften Enderals. Wir nehmen das mal trotzdem mit. Aber ihr seht, es klappt, ne? Es ist klar, wir kriegen das wirklich hin. Das war jetzt eine sehr große Menge und wir haben es trotzdem geschafft. Jetzt haben wir uns nämlich wieder so einfach so eine gebackene Kartoffel rein und noch eine Hasenpfote. Und dann sind wir auch gleich wieder fein gestellt. Ich würde da jetzt so gern einfach mit einem Kugel oder sowas draufschmeißen. Fass. Okay. Okay. Die hat eine Fackel dabei, das ist gut. Wenn es das nächste Mal wieder so dunkel wird, können wir nämlich mal wieder Fackel nehmen. Menschenfleisch. Dass sie alle mal Menschenfleisch dabei haben. Was ist los mit euch? Was stimmt nur nicht mit euch? Okay. So, jetzt gehen wir nochmal eben oben gucken. Ich bin hier etwas schnell durchgerannt. Ne, warte, hier kam ich her. Hier bin ich lang gelaufen. Achso, das war der Raum. Alles klar, alles klar, alles gut. Dann können wir jetzt doch erstmal weiter runter. In die Mine. So, was gibt's denn hier alles an Köstlichkeiten und Kostbarkeiten, die man mitnehmen kann? Essen geht, wie gesagt, immer. Hier fließt ein kleiner Bach oder Flusslauf durch die Mine hindurch. Sehr cool. So, Enderela Groschen, ein Hufeisen Einzelteile, Genesungstrank fein, Pulverfässer immer gut. Explosionen sind auch immer mal ein Garant für Freude, oder? Bisschen Kohl. Komm ich hierher? Ja, das ist wieder der Raum, ne? Okay. Okidoki. Dann, vorsichtig weiter in die Mine. Vorsichtig. Vorsichtig und entspannt. Ich höre wieder Leute. Dass auch wieder Magier sind, die dann plötzlich meinen, ich bin Magier. Siehst du, den konnten wir so, die arme Dame, konnten wir so wegknölzen. Schädel. Du fragst dich halt, ne? Was ist los mit den Leuten? Warum haben die Schädel dabei? So, warte, wieder in Schleichmodus. Wir sind zwar nicht leise, also... Aber man hat dann kurz einen Moment Zeit, sich eine Übersicht zu verschaffen. Aber hier scheint keiner mehr zu sein. Ganz viele Nägel. Ein Eimer. Was ist das? Ein Rubin? Liegt hier einfach so rum? Ja, geil. Und den sacken wir natürlich doch ein. Ganz klar. Und, oh. Upsala. Hallo, ich habe nicht gesehen, dass du da noch sitzt. Ups. Ja, wir lassen ihn mal kommen. Na, komm doch her. Na, komm her. Na, Anführer Balor, wie geht's dir? Balla! Guck mal. Es läuft halt einfach jetzt. Jetzt habe ich wieder gute Laune, weißt du? Hat sich bezahlt gemacht, ja. So, grüner Apfel, ein paar Klamotten hat er dabei. Okay, ein Besen, leere Weinflaschen, egal, ich nehme die trotzdem mit. Pfand, ne? Pfand gehört daneben, meine Freunde. Hüterbogen des Arkanzorns. Aufzeichnungen, die lesen wir gleich. Und hier ist das Bild, offensichtlich. Experte. Joho, wie hör dich, joho. Oh, erlesene Magierrobe. Meine Lieben, ihr habt den Hornkrähen gehört. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Wir machen dann an dieser Stelle erstmal, voilà, einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch eure Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie man gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.